Jetzt aus dem Wallis für euch einen riesengroßen Applaus für unseren ersten Newcomer, den Lionel! Aha. Ja. Ja. Ja, das ist gerade ein riesen Mais, Moment, habe ich nicht verstanden. Ja, aha, nein, ich bin gerade bei den Grüezen in Zürich. Aha. Oh, Moment, ich bin gerade dran, gell? Ich hätte dann 5 Minuten zurück, ist gut? Ja, ja, ich mache schnell. Okay, ciao, ciao, ciao. Stell euch vor, ihr seid daheim am Abwaschen, auf dem WC oder an einer Bar am Cocktail trinken. Und es passiert das. Ich kann euch versichern, auch ein Telefon würde die nasse Erfahrung niemals im Leben überleben. Weil wisst ihr, die heutigen Telefone sind leider nicht 100% wasserdicht. Jetzt habe ich aber ein Tool entwickelt, das jedes Telefon absolut 100% wasserdicht macht. Jetzt, ihr seht, oder, für mein Telefon ist spät, das ist geschlossen. Ich bräuchte also eins von euch. Wer hat gerade ein Telefon zur Hand? Könnt ihr mal ausstrecken? Irgendwo, wo hat das Telefon? Doch, da hat es eins. Okay, kann ich das mal kurz uns entlehnen? Es ist gut verstaut, so wie es uns gesehen haben, an einem sicheren Platz. Es würde ein bisschen gehen. Mal, es passiert nichts. Glück. Ja, okay. 300. Ich gebe es auch wieder zurück, gell? Das Geld? Vielleicht. Ja. Sehr ein schickes Phone, he? Nur das Bessere, was ich hatte bis jetzt. Jetzt das neue Wasserdichtmachungstool, das sieht so aus. Ihr seht, das Tool braucht übrigens das, was viele beim Telefonieren brauchen. Viel warme Luft. Darf die Länge? Wasserdichtmachungstool, Telefon. Los geht's. Tatsache, absolut 100% wasserdicht verpackt. Die Schwierigkeit besteht übrigens, das Ganze wieder rauszunehmen. Oh. Ist doch schwieriger, als ich gedacht habe. Aber was wirklich wichtig ist, für euch zu wissen, oder? Das Telefon funktioniert ja auch im neuen Wasserdichtmachungstool einwandfrei. Okay. Tatsächlich. Ich gebe es also schon mal wieder zurück, gell? Schaut, wasserdicht verpackt ist natürlich auch kurz der Beweis. Ihr seht, das Wasser perlt ab. Gut. Ich gebe es zurück. Mit bestem Dank zurück. Viel Spass beim Telefonieren, unter der Dusche oder beim Tiefseetauchen.